Willkommen zurück, liebe Rätselfreunde. Hier ist wieder Temporal. Ich habe mir diesen Level noch mal ein bisschen angeguckt und die Lösung, na, ist gar nicht so weit weg von dem, was ich in der letzten Folge versucht habe. Zuallererst muss der Block hier aus dem Weg, damit man da ungestört durchschießen kann. Das habe ich beim Testen auch nicht hingekriegt. Ja, ich denke, da könnte man schon 4-5 Sekunden sparen. An dieser Stelle. Na, egal. So, das Ganze geht ein bisschen ungefährlicher. Beim letzten Mal habe ich ja das Vergangenheits-Ich, also quasi das, was ich jetzt gerade spiele, aus Versehen abgeschossen. Das lässt sich verhindern. Denn man kann einfach hier wieder hochfliegen. So, jetzt muss ich gucken. Bei Sekunde 55 ist der erste Block runtergefallen. Das heißt, ich muss dann gleich bei Sekunde 55 den Schuss losjagen und bei einer Minute 12 dann den zweiten. Damit die beiden Großen aus dem Weg sind und der Kleine runterfallen kann auf den Schalter, der die Schüsse vor dem Ausgang ausschaltet. So, jetzt nicht auf die Teile da unten stellen, sonst gibt es nachher ein Paradoxon. Und bei einer Minute 45 bis 55 öffne ich die Ausgangstür. So, wichtig, nochmal, die Blöcke waren bei 55 Sekunden und eine Minute, oh je, 2? 5? Minute 5 sollte passen. Mist, hab ich wieder nicht gemerkt. Als ich vorher nicht geredet habe, war es einfacher. Okay. Ich versuch's einfach mal. Man muss ja noch aufpassen mit dem Lift, dass man den nicht aus Versehen erwischt. Weil der natürlich den Schuss kaputt macht. So, 55 Sekunden, 20 Sekunden gebe ich mir mal. So. Nicht schießen. Erst bei Sekunde 55 wird geschossen. Vielleicht ein, zwei Sekunden vorher. Der Schuss braucht ja eine Weile, um darüber zu fliegen. Aber auch nicht allzu viel später, weil, okay, jetzt warte ich ein bisschen, damit der Lift aus dem Weg ist. Und der Lift ist aus dem Weg. Wunderbar. Jetzt dürfte der erste Block weg sein. Und jetzt sollte ich den zweiten Block gerade erwischen. Ne? Ja, wunderbar. Das hat funktioniert. Hier kommt dann der kleine Block runter. Ich glaube, ich kann ein bisschen schneller machen. Der kleine Block kommt runter. Genau, da kommt das Vergangenheits-Ich. Und eigentlich sollte jetzt alles nach Plan gehen. Und ich kann dann gleich... Genau. Wunderbar. Das war Episode 8 ohne Zeitparadoxon. Wenn man jetzt ein bisschen abwartet, sollte man gleich im Hintergrund sehen, wie das Vergangenheits-Ich hier wegfliegt und wieder in die Zeitmaschine reingeht. So, ja, der Robert hat gerade gesagt, er hat immer noch keine Ahnung, was für ein Ort das hier eigentlich ist. Aber eins ist klar, er muss ja irgendwie raus. Und hier stehen bleiben und oder zurückgehen ist keine Option. Was ist das denn hier? Hm. Hey, komm nicht so nah. Ich will, dass ich es befreie. Mal schauen. In diesem Level muss ich wieder einen Turm bauen aus Blöcken, allerdings nicht nur zwei diesmal, sondern mehrere, um die Lichtschranke wieder zu unterbrechen, damit die Tür unten aufgeht. Und zuallererst muss ich mal ein paar runterwerfen, weil die alle... das waren schon zu viele. Okay. Das waren schon zu viele. Ich darf nur zwei runterwerfen. Das Problem ist nämlich, ich sag das gleich, man braucht, glaub, sieben oder acht Stück übereinander, um die Lichtschranke zu erreichen von unten. Aber da oben, also hier so oberhalb, ist halt irgendwann die Decke und das passt dann halt nicht mehr. Deswegen muss man da erst ein paar reinwerfen.
sich dann nachher mit den, na, 6, 7 anderen auf den Kopf oben drauf zu stellen. Ja. So. So, und der will jetzt. Dieser Milb, dieses kleine Viech, das will jetzt, dass wir ihn, dass ich ihn nach draußen bringe. Und dann erklärt er mir, was das für ein Ort ist, was es hier alles Tolles gibt, warum der Ort existiert. Naja, verspricht er jedenfalls. Jetzt habe ich gerade Mist gebaut. Aber das sollte lösbar sein, indem ich einfach den Block hier unten zerstöre. Das sollte gehen. Jetzt kann ich das leider nicht ablegen. Irgendwie mache ich gerade Unsinn. So, so könnte das gehen. Jetzt einmal hier rüber schieben. Ich glaube, ich hole nochmal 2. So geht das auch nicht. Ich muss den natürlich auch von unten dann unterheben können. Ne? So wie Eischnee. Unterheben. Das sind 5. 5 und 2 macht 7. Oh, jetzt gleich mal ein bisschen links stehen. Genau, dann passt das. Dann kann ich die direkt. Direkt da drunter schieben. Dann habe ich. Wobei. Vielleicht hätte ich gar nicht so viele gebraucht, sehe ich gerade. Ja, okay, das passt nicht. Mist. Aber ich sehe ja gerade, ich brauche ja gar nicht so viele. Das sieht doch gut aus. Oder nehme ich noch einen? Ich glaube, es war nur einer zu viel, also nehme ich einfach mal. Noch einen mit. Lieber einen zu viel als einen zu wenig. Sonst muss ich den Level nämlich von vorne machen. Das wollen wir ja nicht. So sollte das passen. Ja, wunderbar. Nein! Nein! Oh. Ach nö. Moment, unten rein müssen 2. Werden. Jetzt habe ich wieder Unsinn gebaut. Also unten rein 2, oben hin. Wie viel waren es? 6, glaube ich. Ja, 6. Okay, das heißt, ich muss die. Die Blöcke. Ziemlich weit nach links legen, nach rechts, bisschen nach rechts auf dem Kopf, damit die nicht oben hängen bleiben. Oder ich fliege einfach über die Lücke. Das sollte auch funktionieren. Ja, ich glaube, ich fliege einfach, das ist einfacher. Ja, ich fliege einfach, was soll das? Nein! Das hat nicht geklappt. So sollte das funktionieren. Nö. Hä? Kann ich da nicht 3 auf einmal drunter tun? Eben oben drauf. Das klappt auch nicht. Was mache ich denn hier? So. Ja,
Wunderbar. Oben drauf kriege ich den jetzt. Ja. Huiuiuiuiui. Das sieht nicht gut aus. Ach nö. Aufnehmen kann überhaupt. So. So sollte das passen. Ja, ich glaube, so funktioniert das. Oder? Ja, das muss funktionieren. So, warum bleiben die hängen da oben? Was soll das? Ja, so geht das. So, okay, also rüberfliegen. Ganz rüber und. Tada! Ach, einer weniger hätte auch gereicht. Aber egal, hier geht's zum Skylift, zum Aufzug in den Himmel. Und da wollen wir hin. Gerade gesehen, Milp rescued. Also ich habe jetzt gerade den Milp gerettet. Die Milps sind genau wie der Roboter in dieser Raumstation gefangen. Und man muss sie nicht befreien, aber es ist, glaube ich, so ein extra Ansporn, die Milks zu retten. Keine Ahnung, was das bringt. Genau. Hier haben wir gerade, vielleicht ganz am Anfang rechts gesehen, gibt es drei Türen. Und hier unten gibt es dann drei Schalter. No, das hat nicht geklappt. Es gibt drei Schalter. Ich kann viermal in der Zeit zurückreisen. Das heißt, ich lasse hier erstmal zwei Leute rein in der Zukunft. Also zwei zukünftige Ichs. Und dann gehe ich selber hier rein. Na, tue ich nicht. Nee, ich gehe hier nicht selber rein. Ich habe das schon mal gelöst. Ich weiß, wie das funktioniert. Was kriege ich gerade irgendwie nicht hin? Also ich reise zurück zu 5 Sekunden, zu 10 Sekunden und zu 15 Sekunden. So, der 5er und der 10er, die gehen zuerst rein. Die gehen jetzt rein. Dann kommt der 15er, der hat mehr als genug Zeit. Der kann jetzt rein, der 15er. So, jetzt. Hab ich jetzt ein Problem? Ich probiere es einfach mal aus. Könnte es funktionieren. Also zuerst den 5er. 5. Okay, das war knapp. Gut, dass ich gleich weggeflogen bin am Anfang. Sonst hätte ich jetzt meine Vergangenheit sich chronofragt. Hätte niemals die Blöcke da oben drauf geschoben. Hätte ein Paradoxon erschaffen. Und hätte den Level vermutlich nicht mehr abschließen können. So, einmal komplett durch. Das ist wichtig, damit jetzt hinten dran Platz ist für das nächste Ich. Für den nächsten Roboter. So, und damit habe ich jetzt alle Knöpfe gedrückt. Einmal. Und ich warte jetzt, bis mein Vergangenheits-Ich in die Vergangenheit gereist ist, damit ich dem nicht in die Quere komme. Der ist zu 5 Sekunden, also gehe ich jetzt zu 10 Sekunden. Und das 10-Sekunden-Ich muss direkt hinter den 5-Sekunden-Ich gemeinsam durch die Schalterräume durch, durch den ersten. Allerdings dann im zweiten stehen bleiben. Damit das nächste, das 15-Sekunden-Ich. Genau, deswegen bin ich gerade so weit nach rechts gefahren, damit ich jetzt hier so viel Platz habe. Ja, schnell durch. Sonst tötet mich die Tür. Kann ich das erste Mal. So. Und jetzt kann ich raus. Und jetzt muss ich wieder zurück zu 15 Sekunden. Immerhin am Schluss bleibt die letzte Tür offen, weil die Blöcke sich gegenseitig blockieren. Das heißt, der letzte kommt auf jeden Fall hier raus. Funktioniert das so? Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
15 Sekunden. Da gehe ich mal auf Präzisionsgeschwindigkeit. Ja, 14. Ah, das war schon eine Sekunde zu früh. Ah, okay. Nichts passiert, nichts passiert. Nicht gechronofrackt. Alles gut. Alles in Ordnung. Man sieht schon, für drei Roboter ist so ein Block eigentlich zu wenig Zeit. So, bei 35 Sekunden, bei 38 Sekunden sind alle drei Türen offen. Das heißt, ich kann jetzt zurück zu 20 Sekunden gemütlich. Ups. Oh oh. Das ist ein Paradoxon? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe da oben gewartet. Bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt nicht unnötig verschoren. Oh, puh, Glück gehabt. Hui, kein Paradoxon erschaffen. So, bei 6. Ich geht's 20 Sekunden und irgendwas mit 30 Sekunden war's. Also, Zwergesel, wie du vielleicht merkst, mein Gedächtnis ist auch nicht das allerbeste. Weil du ja vor ein paar Folgen Isaac irgendwie meintest, dein Gedächtnis sei nicht so besonders gut. Moment, nein, 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 nein. Das geht wieder zu. Wir fliegen erst noch alle durch. Bleibt das jetzt offen? Ich glaube ja. Ja, sehr schön. Uiuiui. Ah, ui, ui. Oh, das war ganz schön knapp. Hi, da ist er, der Himmelslift, der nach oben fährt. Und der Lift kann offensichtlich reden. Bitte auf der Plattform bleiben, um nach Sektor B zu fahren. Was ist denn in Sektor B? Hey, willst du den Lift benutzen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Nicht sicher ist keine gültige Antwort. Okay, der Lift fährt hoch. Sechs Minuten. Ui. Aber ein neuer Rekord. Zwei Stunden später. Wir sind in Sektor B. Wie man sieht, ist der Sektor B grün. Sektor A war das, glaube ich, oder war Sektor C am Anfang? Der war blau. Und ich glaube, es kommt noch rot am Ende. Please exit in an orderly fashion. Please mind the gap. Und wenn ich einen wild gewordenen Lift finde, soll ich ihm sagen, dass seine Tage gezählt sind. Und der Roboter verlässt TP irgendwie. Ja, kann ich verstehen. So. Das sind neue Objekte, neue Blöcke, die, wie man sieht, wenn man sie fallen lässt, nur einen Block tief fallen lässt, passiert nichts, aber wenn sie relativ tief fallen, wie man da links gerade gesehen hat, dann explodieren die. Und mit Explosionen kann man bestimmt ganz tolle Dinge machen. Zum Beispiel kann man damit diese orangenen Blöcke zerstören. Der Roboter sitzt sauer auf den Lift, weil der andere Lift ihn schon genervt hat, der Himmelslift. Was er nicht weiß, ist, sag ich noch nicht. Are you still there? Hello. So. Diese Lichtschranke schießt dieses Ding los. Also was ich hier machen muss, ist, ich muss den großen Block aus dem Weg räumen. Ich komme leider nicht auf die rechte Seite. Das heißt, ich kann den leider nicht wegschieben. Ich kann versuchen, dort oben das Moment, ich mach das mal so. Also, was ich jetzt hier machen will, ist dieses Explosionsteil hier rüberholen, hier fangen und dann mich von hier oben runterfallen lassen, mich neben den Block und das Explosionsteil auf den Block drauf, damit der Block zerstört wird. Allerdings habe ich dabei das Problem, dass der Schuss hier ausgelöst wird. Und der Schuss bringt natürlich den Explosionsteil, das Explosionsglas, auch zum Explodieren. Also, das will ich natürlich nicht, das will ich verhindern. Und deswegen schnappe ich mir jetzt diesen kleinen Block und verhindere mit dem, dass der Schuss mein Glas trifft. Und dann muss ich das Glas sanft fangen.
wenn es tiefer als ein Block fällt, wie gesagt, dann explodiert es. Und wenn es aber direkt unter mir explodiert, dann bin ich genauso tot. Also hoch, ein bisschen nach links und zack. Bitteschön. Die Lösung. Jetzt ohne Zeitreise. Und ich sehe gerade, die erste Folge dürfte jetzt voll sein. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge.